Hallöchen. Ich habe wieder mal eine Kooperation für euch, diesmal mit einer neuen Firma, WISKF. Die sind spezialisiert auf bedruckte Taschen, Schürzen, Kulturbeutel etc. pp. Und auf diese Kooperation hatte ich echt Bock, muss ich sagen. Ich habe bei denen mal auf der Seite geguckt und die haben so coole Sachen, da habe ich echt gesagt, so komm. Auf jeden Fall. Ich wollte euch eben die Seite nochmal zeigen. Wenn ihr euch da anmeldet mit eurer E-Mail-Adresse, bekommt ihr erstmal 10% Rabatt. Und wie gesagt, die sind auf bedruckte Taschen spezialisiert. Die haben Schürzen im Angebot. Die haben Kulturbeutel im Angebot. Die haben alles Mögliche. Also schaut da mal rein. Ich habe auch ein paar Sachen mir rausgesucht, die ich richtig lustig fand. Und die zeige ich euch jetzt einfach mal. Ich habe natürlich auch wieder einen Rabattcode für euch. 5% Rabatt. Der Code nennt sich Chana05OFF. Und ich würde sagen, wir knistern jetzt eine Runde und packen aus. Und in der Zeit habt ihr die Möglichkeit, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und dann geht's los. Das lege ich jetzt erstmal beiseite. Und knistern etwas weiter weg vom Mikro. Und ich fange am besten mit den kleineren Sachen an. Ich habe mir hier eine Kulturtasche ausgesucht. Ich brauchte eh eine neue, tatsächlich, weil es meine dann irgendwann mal zerrissen hat. Und dann dachte ich mir, das passt ja gerade sehr gut. Die ist relativ klein, die kann man natürlich auch benutzen, um Stifte reinzumachen. Einmal von der Rückseite. Hat auch nur ein Fach, also für unterwegs reicht das. Innen ist die gefüttert und schwarz ausgeschlagen. Und die fand ich echt schön. Und da dachte ich mir, klar, warum nicht? Also, ja, macht einen guten Eindruck. Ist halt relativ klein. Ich habe es mir etwas größer vorgestellt, aber ich nehme mal an, wer lesen kann, ist klar im Vorteil, aber ansonsten, so für unterwegs reicht die auf jeden Fall aus und so viel Kram habe ich auch nicht. Und dann habe ich hier noch was anderes ausgesucht. Ich packe euch diesen Zettel mal ins Bild. Das ist eine Schürze. Und die werde ich tatsächlich weitergeben, die werde ich nicht selber behalten. Die werde ich an einen Kumpel geben, denn da ist ein kleiner, ich schlag das mal auf, ein kleiner Yoda drauf. Und die Schürze ist richtig cool. Ich kann euch dann definitiv auch wieder ein Bild einblenden, weil das ist mir einfach nicht möglich, das alles auf ein, unter die Kamera zu bekommen. Und ich fand das einfach nur zu cool. Direkt an meinen Kumpel gedacht, der da was für über hat. Und deswegen würde ich die dann gerne abgeben. Hier ist eine Schlaufe für den Kopf. Dann können wir das einfach mal umdrehen. Und hier sind auch rechts und links ist auch Band dabei für den Bauch. Also die ist ziemlich cool. Wie gesagt, ein Bild kommt auf jeden Fall mit rein. Das könnt, zeige ich, blende ich euch ein und ansonsten sind natürlich auch die Produkte, die ich euch hier zeige, in der Infobox verlinkt. Und hier sind viel zu viele Zettel auf meinem Schreibtisch. Und ein drittes Teil habe ich auch noch. Und dann war es das tatsächlich schon mit der Kooperation. Ich lege das mal alles ein bisschen beiseite. Jetzt knistert es nochmal etwas lauter. Ich habe mir eine stabile Tasche noch ausgesucht. Die haben aber auch so Einkaufstaschen, so ganz normale Jutebeutel. Und das ist so eine Shopper-Bag. Das ist jetzt nur die Rückseite, also nicht sehr spektakulär, aber sehr, sehr cooler Stoff. Das könnte so Segelstoff sein. Richtig cool. Und ich fand dieses Muster richtig schön. Also wirklich wahr, das sieht so toll aus. Und ja, die kann man aufstellen. Innen kann ich euch das auch nochmal zeigen. Die hat innen auch noch eine weitere Tasche.
mit einem Reißverschluss, aber ich sehe gerade, der Reißverschluss war halb geöffnet. Wäre natürlich schade, wenn der Reißverschluss kaputt wäre, aber nein, ist alles in Ordnung. Und da passt auch noch mal ordentlich was rein. Ich kann ja mal gucken, wie groß die Innentasche ist. Die ist 19 x 19 cm. Jetzt habt ihr im Hintergrund auch noch meine Waschmaschine im Schleudergang. Also jetzt, es läuft. Unfassbar. Ja, also die fand ich auch wirklich sehr, sehr, sehr schön. Die hat unten einen schönen breiten Boden, dass ihr die auch hinstellen könnt. Und natürlich auch davon werde ich euch ein Bild noch einblenden. Ich würde gerne mal reingucken, aber da seht ihr wahrscheinlich nichts. Und ja, das war auch definitiv schon die Kooperation. Mehr ist da jetzt eigentlich gar nicht. Schaut euch auf jeden Fall mal auf dieser Seite um. Die haben wirklich tolle Produkte und gerade Taschen etc. kann man ja ganz gut gebrauchen. Und Schürzen, wenn die nicht sehr teuer sind, was sie auf dieser Seite definitiv nicht sind, sind natürlich auch immer mal ein nettes Geschenk. So gerade so für den Sommer, wenn da wieder gegrillt wird, dann kann man sowas dann auch gerne mal verschenken. Oder natürlich auch an ambitionierte Köche, die zu Hause am Küchentisch oder am Herd stehen. Guckt euch doch nochmal die Äuglein an. Ich finde das so cool. Mal gucken, wann ich das überreichen kann. Und was mein Kumpel dazu sagt. Also es fasst sich alles wirklich sehr, sehr schön an. Und auch dieser Beutel, ob ich da jetzt wirklich Kosmetik reinmache oder Stifte, das muss ich mal gucken. Man kann auch alles andere da reinmachen. Ja, wie gesagt, das war jetzt die Kooperation. Denkt an meinen Rabattcode, wenn ihr daran bei dieser Firma bestellt. Meldet euch auf jeden Fall auch an für den Newsletter, dann kriegt ihr auf jeden Fall nochmal Prozente. Und ich räume jetzt erstmal mein Chaos wieder weg und bedanke mich fürs Zuschauen. Und ja, bleibt wie immer, vor allen Dingen bleibt gesund. Bis bald!